Sitz der Experten für Schuss und Schmauch, Zürich, Zeughausstraße 11. Die Stadtpolizei gilt als die Institution im Bereich Kriminologie. Auskünfte werden hier nur ungern gegeben. Ja? Der ist nicht da, der ist in der Kripo-Gebäude, Zeughausstraße 11. Seit Anfang Juli versuchen die Eidgenossen nun das, woran deutsche Beamte bis dato gescheitert sind. Die Aufklärung der tödlichen Schüsse von Bad Kleinen. Im Mittelpunkt der Kopfschuss des mutmaßlichen Terroristen Wolfgang Grams. Das Gericht Medizin hat eine, ist anerkannt. Ich habe damals auch empfohlen, keinen deutschen Gutachter zu nehmen, sondern zumindest einen ausländischen Gutachter hinzuzuziehen. Weil gerade in diesem Bereich, in dem die Politik hineinspielt, ja häufig der Eindruck vermittelt oder der Verdacht erweckt wird, dass Gutachter vom Ergebnis her ausgesucht werden und dass sie dazu beitrügen, etwas zu verschleiern. Zurzeit wird nicht verschleiert, es wird gemauert. Die Schweizer Ballistikexperten lieben die Diskretion, man gibt sich gern geheimnisvoll. Bis auf einen knappen Zwischenbericht dringt nichts nach draußen. Zürich hält sich streng an das mit der Schweriner Staatsanwaltschaft vereinbarte Schweigegelübde. Diskretion als Geschäftsprinzip, damit hat man in der Schweiz so seine Erfahrung. Der Kopfschuss von Bad Kleinen ist nicht der erste spektakuläre Fall für die Abteilung Technik des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich. Die Untersuchungen der Eidgenossen ziehen sich als roter Faden durch die internationale Kriminalgeschichte. Die toten Terroristen von Stammheim, der mysteriöse Tod von Uwe Barschel, der Fall des mutmaßlichen Dirnenmörders Jack Unterweger. Schlagzeilenträchtige Untersuchungen, die dem Institut weltweit Anerkennung und erhebliches Selbstbewusstsein einbrachten. Ist das einmal sicher eine Begabung, die man kann haben als Polizeier. Andererseits ist es etwas, das kommt mit der Erfahrung. Und das können kombinieren und schlussendlich unsere Gerätschaften richtig einsetzen, das gibt dann die Ergebnisse, die wir am Schluss haben können, die dann auch meistens sehr befriedigend sind. Doch es gibt da die eine oder andere Ausnahme. So die Schießerei am 19. November 1979 in einer Züricher Einkaufspassage. Die RAF-Terroristen Peter-Jürgen Boog, Henning Beer, Rolf-Clemens Wagner und Christian Klar überfallen die Züricher Volksbank. Auf der Flucht kommt es zu einem Schusswechsel mit der Polizei. In den Kugelhagel gerät die 56-jährige Passantin Edith Kletzhändler. Sie wird getroffen. Hier geriet sie in die Schießerei, wurde getroffen, tortelte, hätte sich an den Hals gegriffen, so wurde es mir geschildert. Und auf dem Weg zur Rolltreppe stürzte sie und fiel hin und starb. Für den Prozess gegen Rolf Clemens Wagner, nur er wurde zunächst gefasst, er stellte die Züricher Stadtpolizei ein waffentechnisches und spurenkundliches Gutachten. Das Ergebnis, Zitat, die Größe der Einschusswunde am Hals von Frau Kletzhändler von ca. 10 x 6 mm spricht für ein Geschoss von größerem Kaliber als 9 mm. Derartige Geschosse wurden nur von der Täterschaft verwendet. Der an der Schießerei beteiligte Polizist schied somit als Todesschütze aus. Das Gericht folgte auch meiner Behauptung, dass Frau Kletzhändler von einer Terroristenkugel getroffen worden ist und nicht vom Polizeibeamten. Einen Monat lang verhandelte das Geschworenengericht in Winterthur den Fall Rolf Clemens Wagner. Allein 70 Zeugen wurden vernommen. Doch der Todesschuss konnte nie richtig rekonstruiert werden. Die vielen widersprüchlichen Aussagen der Augenzeugen sorgten eher für Verwirrung. Entscheidend für das Urteil wurde somit das Gutachten der Züricher Stadtpolizei. Am 26. September 1980 wurde Rolf Clemens Wagner verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Todesschuss aus einer Waffe der Terroristen abgefeuert wurde. Wagner wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwölf Jahre später stellt sich heraus, das prozessentscheidende Gutachten ist höchst fragwürdig. Im entscheidenden Punkt haben die Schweizer Experten ihre kriminalistische Fantasie walten lassen. Der Fall wurde erneut aufgerollt, weil der in der DDR festgenommene RAF-Aussteiger Henning Beer, Mitte, aussagte, dass auch er selbst, Christian Klar und Peter-Jürgen Boog, bei der Schießerei in Zürich dabei waren. 1992 wurde Klar und Boog im Prozessgebäude der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim erneut der Prozess gemacht.
Dazu wurde auch das Schweizer Gutachten als Beweismittel herangezogen und von 9 Experten Punkt für Punkt überprüft. In diesem Verfahren hat das Oberlandesgericht Stuttgart sich jede einzelne dieser Prämissen vorgenommen, abgeklopft, geguckt, ob sie zutreffen kann oder zutreffen muss gar, und ist zum Ergebnis gekommen, dass die Sache Einschuss, Ausschuss, Öffnung vielleicht stimmen kann, möglicherweise, alles andere aber mit Gewissheit nicht so ist, dass es sich um, wie es im schriftlichen Urteil dann heißt, nicht belegbare Mutmaßungen handelt, die den wissenschaftlichen Dienst dennoch nicht davon abgehalten haben, damit zu operieren. Im Kern ging es wie schon in dem Schweizer Prozess um die Frage, ob die Passantin Edith Kletzhändler von einer Terroristenkugel Kaliber 11,5 mm oder von einer Polizeikugel Kaliber 9 mm getroffen worden war. Da keine Kugel gefunden wurde, hatten die Schweizer die Schusswunde vermessen. Zitat aus ihrem Gutachten: Geschosse im Kaliber 9 mm geben erfahrungsgemäß Einschusslöcher mit einem Durchmesser um ca. 6 mm und dürfen daher für die vorliegende Verletzung ausscheiden. Messerscharfer Schluss, nicht der Polizist, sondern der Terrorist war der Täter, doch Zweifel sind angebracht. Die Haut ist ja nun ein besonderes Organ, die dehnt sich, geht nach dem Schuss wieder zusammen. Und wenn Sie jetzt messen, und auch die Grenzen der Wunde sind ja nicht so genau definiert, wenn Sie messen, dann müssen Sie eine Toleranz von 2 bis 3 mm im Kaliber einrechnen. Und damit haben Sie also keine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen dem Kaliber 9 mm und 11,4 mm. Das Stuttgarter Oberlandesgericht folgte dieser Einschätzung und stellte in seinem Urteil den Zürcher Experten ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Die Schussbahnrekonstruktion der Schweizer wurde als nicht belegbare Mutmaßung zurückgewiesen. Und über die Schusswunde der Toten hieß es: Danach kann mit objektiven Beweismitteln nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Kletzhändler durch ein 9 mm Projektil des Polizeibeamten Pfister getroffen worden ist. Ich denke, wenn ein Gutachtergremium, das für seine kriminaltechnischen Gutachten wissenschaftliche Richtigkeit in Anspruch nimmt, sich in einem Urteil, und so ist es hier, sagen lassen muss, sie hätten gearbeitet mit, wörtliches Zitat, nicht belegbaren Mutmaßungen, Zitat Ende, dann ist das einfach vernichtend. Das darf einem Wissenschaftler nicht unterlaufen. Dabei eilt den Pfuschern von Zürich noch immer der Ruf der Unfehlbarkeit voraus, selbst im eigenen Land. Kanton Obwalden, südlich von Luzern. Im Juni 1990 kommen auf der Straße zum Brüningpass 2 angetrunkene Franzosen von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen stürzt in den Abgrund. Nur einer überlebt den Unfall, doch der will nicht gefahren sein. Ein komplizierter Fall mit Verdacht auf fahrlässige Tötung. Die Kantonspolizei beauftragt den wissenschaftlichen Dienst, die Experten fertigen ein Fasergutachten. Wenn der Lenker beim Aufprall gegen das Lenkrad geschleudert wird, dann bleiben Fasern der Kleider hängen. Und diese hat man dann sichern können und auswerten können. Und die haben dann mitgeholfen, den Lenker rauszufinden. Dass die Experten bei ihrem Auftrag schlampten, wurde vor den Kantonskollegen offenbar geheim gehalten. 4 Monate lang beschäftigten sich die Zürcher Kriminologen mit grünen Fusseln. Faserstreifen, die sie mit 3 verschiedenen Lichtarten bestrahlten und mikroskopisch untersuchten. Das spurenkundliche Ergebnis der Stadtpolizei war beachtlich. Zitat: Beim Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang konnten am Lenkrad Textilfaseranschmelzungen mikroskopisch festgestellt werden, die eindeutig von einer relativ intensiven Kontaktnahme mit dem T-Shirt von Patrick M. stammen. Gezeichnet: verantwortlicher Experte Dr. Hallonbrenner. Patrick M. trug zur Unfallzeit ein hellgrünes T-Shirt, identisch mit den grünen Faserspuren am Lenkrad. Doch die Zürcher Wissenschaftler machten einen schwerwiegenden Fehler. Man hat bei den ganzen Untersuchungen vergessen, dass ja auch der Getötete eine Kleidung gehabt hat und diese war nicht mehr auffindbar. Man hat vergessen, somit diese Fasern zu erheben. Und der ganze Aussagewert war gleich null, weil man nicht mehr feststellen konnte, ob nicht auch der Getötete ein gleiches T-Shirt gehabt hat, das mit den gleichen Fasern. Und somit konnte man nicht beurteilen, wer tatsächlich am Lenkrad zur fraglichen Zeit gesessen hat. Und so urteilte das Kantonsgericht Obwalden im Juni 91 betreffend der Anklage fahrlässige Tötung, Zitat:
In diesem Zusammenhang muss es als unverzeihlicher und grober Fehler bezeichnet werden, dass die Polizei die Spurensicherung nicht auch auf die Kleidungsstücke von B. ausgedehnt hat. Bei so groben Fehlleistungen nutzt auch die beste Ausstattung und die sorgfältigste Detailanalyse nichts. Wenn zu Beginn Fehler gemacht werden in der Strafuntersuchung und der Erhebung am Tatort, dann ist das ganze Beweisergebnis gleich null. Das gilt auch und besonders im Fall Grams. Die Frage, ob er sich selbst erschossen hat oder ob er einen Nahschuss aus fremder Hand erlegen ist, wird sich wohl nie zweifelsfrei klären lassen. Denn die Tatortermittlung war eine Meisterleistung in Schlamperei. Da können die Züricher Wunderermittler ausnahmsweise noch so präzise sein.